Würde, guten Tag. Filmbike, guten Tag. Zivilcourage geht alle an. Jeder kann der Nächste sein. Guten Tag. Sie wollten mir noch eine Frage stellen, weil wir gerade bei einem Aufsager sind. Und jetzt sind wir zufällig. City Point. Ganz nebenan, neben New Yorker. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie mich fragen wollen. Was für eine Überraschung zu Nachweihnachten im Januar 2016. Ja, Herr Redemann, ich wollte fragen, was da letztes Jahr passiert ist, wo Sie einen Skyman in dem City Point geholfen haben und dann Hausverbot bekommen haben. Ich gebe gerne dazu Wort. Er hat eine OP, er hat gesagt, er möchte nicht damit hausieren gehen, hinter sich und konnte nicht so oft und so lange stehen. Er musste sich ab und zu während seines Propagandistenjob musste er sich hinsetzen. Daraufhin hat man gesagt und Bilder gemacht, er sitzt mehr als er arbeitet. Ich darf den Namen noch nicht nennen, weil er sein Gehalt noch nicht bekommen hat. Man hat mich beobachtet. Ich habe gesagt, ist in Ordnung. Ich helfe ihm. Dann sagt er, was macht das Filmberg eigentlich so? Ja, eigentlich gehen defekte Kinder, die Forschung, Kinder Parkinson nach vorne zu bringen. Ach, das ist eine interessante Sache. Er macht einen Medizinverlag nebenbei. Wohnt nicht in Nürnberg, im Umland von Nürnberg. Man hat mich beobachtet, ich habe ihm geholfen, über Kontakte, wir haben uns unterhalten und plötzlich kommt eine E-Mail, hallo Win, es gibt ein Foto zu meiner Agentur und da hat es geheißen, ich wäre ungefähr 50 cm über meine Standgrenze im City Point von Sky übergetreten. Und das hat man berichtet, dass er somit seinem Job nicht nachkommt. Und dann sagt er, das kann ja nicht sein, das ist nur Schikane. Das war damals eine Jobmanagerin vor ein, zwei Jahren. Daraufhin hat man versucht, in irgendeiner Weise, nachdem vorangehend mit mir und dem Security-Chef ein Dialog war zur Spielwarenmesse, der mich gegängelt hat, bitte kurz nach 20 Uhr, obwohl es 20.30 Uhr heißt, bis dahin soll man den Job verlassen haben, wollte ich noch zwei Fotos machen mit Lego und meinem Logo, mit meinem Filmbike, weil ich ja auch am Tag auf der Messe war, bei der Spielwarenmesse. Und dann habe ich gesagt, das hat er nicht mehr zu bringen. Ich werde das Sendermanagement nicht nur lokal, sondern auch vom Headquarter in Hamburg informieren. Das hat ihm nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich komme, wenn ich Zeit habe und komme zum Sendermanagement und sage dem Sendermanagement, dass so etwas nicht zu suchen hat, wenn man hinaus komplimentiert wird vor 20.30 Uhr. Daraufhin habe ich das nachgefragt, ist er immer noch in Amt und Würden? Hat es geheißen, ja. Plötzlich stehe ich an einem Stand, Jochen Schweizer, und dann kommt zufällig das Management vom City Point und es heißt, ja, Sie müssen jetzt eigentlich gehen, Sie haben hier Hausverbot. Und da unten haben Sie sich eingemischt bei einem Sky-Mitarbeiter. Nein, ich habe ihm geholfen, dass er stehen darf und sitzen darf und nicht gefesselt ist an seinem Jobplatz. Jetzt ist er leider nicht mehr da, aber trotzdem, ich habe Hausverbot. Und das lasse ich so nicht stehen. Ich möchte auch hier eine Entschädigung von 500.000 Euro. Und die Geschichte ist auch schon bei Herrn Alexander Otto von Otto Versand Hamburg bekannt. Denn ihm gehören in Deutschland alle Center. Und er ist auch sehr gemeinnützig eingestellt. Jetzt schauen wir mal, wie er dazu steht. Und insbesondere in Nürnberg wurden falsche Aussagen getroffen, dass angeblich sich Center Pächter beschwert hätten. Das ist aber leider nicht der Fall, weil alle gefragt worden sind. Das ist nur vorgeschoben worden. Ich habe verdeckt undercover über ein halbes Jahr ermitteln lassen.
Und die sagen, nein, da gibt es überhaupt kein Problem. Da muss die Sendemanagerin, die jetzt nicht mehr hier ist, sich schon heiße Gedanken machen, was sie für Folgen zu ertragen hat. Vielen Dank, dass Sie jetzt sich zur Verfügung gestellt haben. Das ist meine Erklärung, warum Sie gesagt haben, wenn Sie helfen, warum dürfen Sie dann nicht mehr da sein? Im Shop, meine ich. Das nennt man Hausverbot Willkür, aufgezeichnet im Januar 2016.